gar nicht auf Sprung gedrückt. Mann. Diese verdammten random Sprünge manchmal. Die Steuerung in dem Spiel ist halt auch nicht wirklich die beste. Auch deswegen ist das Spiel relativ unbeliebt. Kann er jetzt bitte auf diesen Block springen? Danke. Danke, dass du auch irgendwas tust, was ich wollte, Mario. Thank you. Du nervst. Geh sterben. Eigentlich bin ich halt echt hier so am überlegen, ob ich hier ein Safe State setzen soll. Weil wie soll ich da hochkommen? Muss ich den Kugelwilli... Oder soll ich da auf die P ran? Ich weiß nicht, wie ich sonst da hochkommen soll. Don't know. Was macht der Koopa da? Nein, ich will nicht. Ich sterben. Lass mich in Frieden. Trampolin. Trampolin Action FTV. Oh, somit komme ich aber zum Ziel. Okay. Eigentlich habe ich die Fahne nicht ganz oben berührt. Erst so ein bisschen bei der Mitte. Aber ich habe trotzdem das abbekommen. Ich sage einfach mal Dankeschön, liebes Spiel. Warum sage ich eigentlich liebes Spiel? Das ist ein Teufelsspiel. Aber okay, ein Spiel des Teufels. Aber in Ordnung. Ja, jetzt kommen hier wir zu einer Wasserpassage. Auch ein beliebtes Spektrum aus der Jump'n'Run-Szene. Und ja, das ist eigentlich noch ein einfaches Level, aber es gibt noch eine Stelle, die ziemlich asozial ist, weil da zwei Blooper auf uns zukommen. Es gibt ja auch noch nicht die Verfolgungsfische. Die sind eigentlich die asozialsten Gegner, die es gibt, aber ich glaube, sie sind hier beim allerersten Super Mario Bros. Und dann sterbe ich beim Cheep Cheep. Die gibt es, glaube ich, erst ab Super Mario's World, diese Verfolgungsfische. Ja, die Steuerung in dem Spiel, in dem Wasserleveln aus, ist auch sehr, sehr, sehr schwammig. Vor allem, wenn die Chip-Chips einen in den Weg kommen. Eigentlich sind die Chip-Chips, wie ihr seht, im Wasser aktiv, aber ja, irgendwie können sie aus dem Wasser springen und einen langweilen. Don't know why, aber sie können es halt. Nur halt, um den Spieler zu ärgern. Warum auch die Koopa hier Wasser vertragen, ich weiß es nicht. Fragt Nintendo. Lass mich in Ruhe, Team. Da bin ich gestorben, ne? Ich bin fast durch. Aber nein, jetzt kommt die Blooper-Stelle. Ja, jetzt kommt die Blooper-Stelle. Ich mache jetzt einfach mal ein Safe State, weil es einfach krank ist, diese Stelle. Ich glaube aber, dass ich tatsächlich im First Try durchkomme. Ja, ich schaffe es. Ich hätte Safe State nicht nutzen müssen. Clear im Second Try. Und noch ein Up. Läuft! Läuft! Läuft, würde ich einfach mal sagen, ne? Läuft! Jetzt habe ich hier 6 Ups. Aber trotzdem, das Spiel ist gefährlich und deswegen soll man trotzdem 6 Sets setzen. Denn das war noch die einfache Hälfte des Spiels. Also, here we go! Wow. Was zur Hölle macht ihr zwei da? Ich weiß nicht, was ihr da macht, aber ich habe es beendet. Wenn man genug Gegner killt, kann man, glaube ich, sogar auch in diesem Spiel abfarmen, aber das ist sehr schwierig. Dafür muss man sehr viele Gegner auf einmal töten. Ah, jetzt kommt hier Ausgleich, Gewichtsquatsch. Aber ich krieg's irgendwie hin in diesem Spiel. In meinem privaten Versuch bin ich da das eine oder andere Mal abgekratzt. Ah, jetzt kommt die Stelle, ne? Ja. Und zwar ist das, zwar steht da oben ein roter Koopa. Und wenn man auf diese Plattform hier landet, dann kommt der Koopa, dann ist das so getimt, dass du vom roten Koopa getötet wirst. Du landest so, dass der rote Koopa dich tötet. Deswegen solltet ihr nicht alles komplett ausnutzen. Boah, Alter. Okay, die Stelle ist auch ein bisschen assi. Aber hier müsst ihr genau, Invisible Block sein. Und deswegen kommt man da eigentlich auch... Mir ist das jetzt gerade erst aufgefallen, dass hier noch ein Invisible Block ist und ich bin durch. Aber jetzt kommt das Level. Das Level, was ich nicht mag.
Genau, jetzt kommt das Level. Ah, das Badass Castle. Aber ich weiß wenigstens noch, wie es ging. Und zwar ist das ein sogenanntes... ich mache hier mal das. Und zwar ist das ein sogenanntes Rätselschloss. Und zwar gibt es immer entweder 2, 3 oder 4 Wege, die man sich aussuchen muss. Und irgendwann ertönt dann ein Ton, entweder düdüt, so dieser düdüt-Ton, der einen sagt, okay, du bist falsch, oder ding ding. Ein Ton, der dir sagt, okay, du bist richtig gelaufen und man kommt weiter. Sollte man falsch liegen, dann muss man halt den ganzen Raum nochmal machen. Das ist relativ schwierig. Und ich habe eigentlich noch im Kopf, wie das hier ging. Hoffen wir doch, dass es klappt. Also das erste war unten. Also hier unten muss man lang. Das ist der Ton. Man weiß, okay, man ist richtig. Dann sollte man weiter unten bleiben. Hier unten laufen, ne? Genau. Und hier durchlaufen. Dann sollte man hier oben ein... Nee. Hier ist noch nicht der Invisible Block. Und zwar erst hier laufen. Und jetzt versucht man hier rüber zu springen, aber man kommt da nicht hin. Man kann den mittleren und den unteren Weg benutzen, aber man kommt nicht weiter. Das Rätsels Lösung ist dieser unsichtbare Block. Wer darauf kommen soll im Blind-Spiel, ich weiß es nicht. Aber okay. Boah, jetzt haben wir hier schon so viel geschafft. Jetzt kommt die Stelle. Da muss man auch wieder oben lang. Natürlich nicht von den Feuersticks treffen lassen. Weil die halt einen auch langweilen können. Und jetzt müssten wir eigentlich sogar schon fast bei Bowser sein. Genau. Aber hier ist noch eine Feuerflamme, aber das ist kein Problem, weil wir es geklärt haben. Juhu! Sorry. Ich bin einfach nur froh, dass wir durch sind. Okay, oh Gott, Lakito, no thanks. Okay, ich würde sagen, ich beende hier diese Folge von Let's Play Super Mario Bros. 2 The Lost Levels. Ich bedanke mich fürs Zusehen bei diesen ersten Folgen von diesem Let's Play. Wenn euch das Video gefallen hat, irgendwie, warum auch immer, dann gebt einen Daumen hoch, kommentiert gerne und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession von Let's Play Super Mario Bros. 2 The Lost Levels. Danke fürs Zusehen. Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Super Mario Bros. 2 The Lost Levels. Ja, ich begrüße euch zu einer neuen Aufnahmesession und ich habe die nächsten beiden Welten schon gespielt. Die werden wir in dieser Aufnahmesession spielen und warum habe ich dieses Let's Play überhaupt angefangen? Alter, das ist einfach nur die Hölle. Allein der Anfang. Hier, Lakito. Und da. Da. Man muss da durch irgendwie. Und ich werde auch sehr oft Safe-Sets setzen. Und es ist mir so wurscht, ob jemand da rumheult, dass ich die ganze Zeit Safe-Sets setze. Ist mir so egal. Dieses Level ist einfach nur krank. Hier allein auch die Piranha-Spawn-Rat. Das ist nicht normal. Hier bekommt ihr ausnahmsweise mal einen Pilz. Ganz selten in dieser Welt. Auch in der nächsten Welt. Und jetzt kommt etwas, das ist total krank. Nämlich, ihr müsst auf diesen Bumper da springen, also auf dieses Trampolin. Und dann darüber springen. Und ihr müsst Lack haben. Sehr viel Lack. Oh, ich hab's geschafft. Nö, also ganz ehrlich, das mache ich nicht zweimal, weil es ist so random auch, dass du es schaffst. Das hier ist sowieso krank und man verliert relativ schnell den Pilz. Man bekommt aber Pilz bald wieder zurück und zwar hier. Da muss man auch ein bisschen Glück haben. Ich sagte Glück, was ich aber natürlich nicht habe. Vor allem, weil der Lakito extrem sagt, du kannst ihn auch nicht umbringen, weil er so extrem schnell reagiert. Komm, jetzt Pilz und weiter. Moment. Save State. Ich brauche den Pilz. Vor allen Dingen für dieses Level. Jetzt hier durch die Gegend springen. Oh, Glück haben. Lack haben. Gumba töten und durch. Und dann zum Ziel, vorsichtig aber. Und jetzt zum Ziel, weil da ist noch so ein ganz
böse Abgrund. Dieser Abgrund kann euch einfach nur töten. Er ist so böse, dieser Abgrund. Und ich will jetzt gucken, ob ich auch aufnehme. Nicht, dass ich den Kack nochmal spielen muss. Wir haben das nämlich jetzt relativ schnell geschafft. Jetzt kommen nämlich Hammerbrüder dazu. Und es sind echt ein Haufen Hammerbrüder. Es sind nicht ein paar, es sind einfach nur 1 Million. Vorher kommt der Käse hier, nämlich 1 Million Kugelwillis. Da unten sind, da unten ist übrigens ein Bild. Also, oder beziehungsweise eine Feuerblume, wer sie haben will. Have fun. Habt Spaß. Viel Spaß. Weil der Pilz ist dezent unmöglich. Nein. Ja, jetzt kommen da wieder diese dämlichen Lakitos, die einfach nur hässlich sind. Aber vor allen Dingen auf den Boden achten. Und auf dich. Du Sachs, lass mich in Frieden. Ah, Mann. Come on. Jetzt komm schon. Oh. Gott. Ich kann ja auch nicht viel kommentieren, weil das Einzige, was ich kommentieren kann, ist Gott und schlimm und Hölle und... Oh, jetzt kommt schon der erste Hammerbruder, der sowieso gestört ist. Keine Ahnung, was der für Drogen nimmt, aber der hat eindeutig zu viele Drogen in sich reingestopft. Oh Gott. Boah, ey, das ist so Hölle. Vor allem diese Hammerbrüder. Also wenn ihr da nicht groß seid, dann tötet euch dieser Hammerbruder nur so was von derbe. Und vor allen Dingen, das große Problem ist bei The Lost Levels, dass Mario einfach mal automatisch einfach weiterläuft, obwohl du den Stick gar nicht drückst. Ich stand ja da an der Kante und Mario läuft manchmal wirklich, wie gesagt, automatisch. Und das ist halt das Schlimme an The Lost Levels und ich krieg so die 5000 Punkte. Geil. Epic. Ich bin durch. Oh, 4-2 durchgeschafft. Auch noch relativ schnell. Aber wir sind klein. Und ja, kommt jetzt schon der gefühlte random Kack-Blödsinn. Jetzt kommen erstmal hier diese lustigen weiten Sprünge, die man natürlich schaffen muss. Danke, Spiel. Jetzt muss man hier hoch, dann sofort weiter und darüber. Das ist so krank, was hier einfach nur abgeht. Also, ich habe ja das Blind gespielt vorher und ich dachte mir so, wer zur Hölle soll sowas manchmal blind schaffen? Es gibt manchmal solche Dinge hier in The Lost Levels, wo du dir denkst, wer soll sowas im First Try schaffen? Das schafft doch niemand! Und auch solche Dinge, die so kommen, so absolut random und völlig gestört. Und du denkst, hier auch hier, jetzt, was kommt hier, auch was jetzt kommt, das ist, wer soll's wissen? Da unten, da ist nämlich ein Koopa und du musst ihn perfekt treffen. Du musst so ein bisschen unten sein und du musst ihn perfekt treffen, dass der so auf einer perfekten Höhe ist. In meinem ersten Durchlauf habe ich es perfekt geschafft, dass der Koopa genau unten ist. Man muss so ein bisschen warten, hoffen, dass der Koopa... Warum schwebt der immer nach oben? Warum schwebt der immer nach oben? Jetzt sag mir nicht, dass der Random Counter ihn jetzt immer oben hat. Nein! Oh! Also, das ist auch einfach nur Luck, weil... Woher willst du es wissen, dass der Koopa da ist? Da ist übrigens ein Pilz und den will ich auch unbedingt haben, weil ich ihn auch gleich brauche. Nein! Oh Gott! So, und dann da hoch und... Genau, so, den Pilz mitnehmen. Und dann darüber, genau. Boah. Alter, ihr glaubt nicht, wie Hölle das Spiel ist. Also spielt's mal alleine. Auch die Kacke hier. Wer soll sowas blind wissen? Du musst hier wunderschön hoch und natürlich dich nicht da von dem Bonsai-Bild treffen lassen. Und ja, wenn du es nicht schaffst, bist du einfach nur tot. Und vor allem, du musst da oben hoch. Du kannst nicht so denken, oh komm, vielleicht schaffe ich es ja darüber. Nein. Das Spiel denkt sich, ach komm, YOLO. Ja, warum springe ich da? Ja, ist mir wurscht. Wenigstens, ich komme da hoch. Genau. Nein. Was war das hier? Musste ich da weiterspringen? Moment, ich setze einfach mal kurz ein Safe State. Kann ich da rüberspringen? Ja. Nein! Also, es scheint schon zu klappen. Aber man muss relativ viel Schwung mitnehmen. Relativ viel. Und ich das glaube, ich habe das Problem, dass ich nicht viel Sprung mitnehmen kann. What the fuck?
Ja, komm! Hallo, Betrug! Mein Emulator leckt erstmal. Schön, danke. Ja, hallo. Warum komme ich denn wieder da nicht rüber? Weil es...